What the fuck? Ach, minus 7% Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Ja, das ist natürlich ziemlich optimistisch, wenn du das Ding anlegst, ja. Also wenn du das hast, dann kannst du es machen. Ich werde es natürlich nicht machen, weil ich bin halt leider nicht so gut bestückt. Es ist mir eine Ehre. Metos, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. So, genau, der hat nämlich gesagt, ja, der ist da einfach abgehauen, der Penner. Aber dass der dann für ihn gestorben ist, ja, mehr oder weniger, da, das war ihm nicht so bewusst und deswegen ist der jetzt auch gerade so mundtaub geworden, ja. Der hat dann halt voller Scham dann gesagt, ja, vielen Dank für diese Information, ehrenwerter Held, dass du mir die letzten Worte übermittelt hast, die mein alter Freund und Bekannter übermittelt hat. Erst redet er schlecht über ihn und dann ist er halt voller Trauer. So. Hey! Hey, du Typi! Hey! So. Aber ihr seht schon, die Fauna und die grafische Darstellung ist schon eine andere. Ja, also man sieht hier schon, jetzt ist man so langsam wirklich angelangt in der Unterwelt. Sogar Perseus, ich glaube Perseus war es, der halt auch kurz vor den Toren der Unterwelt stand. Ja. Und natürlich mein altbekannter Freund Dante Alighieri, der auch den Weg der Untoten gegangen ist, die sieben Höllenkreise oder die neun Kreise der Hölle oder wie viel es auch immer waren, erlebt hat mit seinem stillen Begleiter, mehr oder weniger stillen Begleiter, den Dichter Virgil oder Vigil, wie man es mal aussprechen mag, ist halt jedem überlassen, selbst überlassen. Aber halt Vigil nenne ich ihn immer oder halt andere nennen ihn Virgil. Ja, das sind halt die Geschichten, die wir jetzt hier auch wieder mal erleben werden hier im Hades, denn wir erreichen jetzt unter anderem auch gleich diese erste Position, die jede Seele im Hades also auch erreicht, und zwar den Styx. So, also jetzt sind wir jetzt erstmal im dunklen Hain, so scheint es mir. So steht es ja auch da. Nein! Akku alle? Nee, Akku leer. Ja, okay, das ist halt immer noch so eine Problematik, wenn man halt sich hier diese... Deswegen hasse ich eigentlich auch solche Baumdinger, dass man halt manchmal die Problematik hat, wenn man irgendwo hinklicken möchte auf den Boden, weil damit bewegt man sich ja schlussendlich, dass man dann halt dementsprechend irgendwo mal in so einem Model drinne hängt, ja, wie zum Beispiel ein Baum, und dass der dann dementsprechend nicht weiterläuft, und das ist halt ziemlich ärgerlich und ziemlich frustaufbauend, wenn man dann durch so eine Aktion irgendwo verreckt, aber... Da muss man halt dementsprechend auch die Eier so in der Hose haben und dann auch dementsprechend Ball of Steel haben. Und das damit zu sagen, ja, also das gehört mit zum Spiel. Damit muss man sich anfreunden und dementsprechend auch agieren, ja. Ist ja jetzt nicht so, als ob andere nicht das Problem hätten. So. Aber ich muss sagen, also wenn es darum geht hier, diese Magier und so ein Scheiß, also da haben wir jetzt nicht so die Probleme. Wir haben echt Probleme, wenn es um Durchschlagschaden und so ein Kiki geht. Ja, also da brauchen wir langsam wirklich eine dickere Rüstung. Ja, also wir haben ja eine Rüstung, wir laufen ja nicht nackig durch die Gegend. Wir haben ja sogar schon eine Rüstung von 28. Und ja, aber dementsprechend sollte man da halt auch endlich mal seine Upgrades finden. So, okay. Und wenn wir jetzt da nach unten schreiten, da werden wir dann halt gleich bei dem Fährmann sein. Zumindest beim Anlegesteg des Fährmanns. Denn wie wir gleich erfahren werden, ist irgendwas mit dem Fährmann nicht in Ordnung. Aber okay, jetzt brauche ich auch nicht vom Spoilern reden, weil ich gehe jetzt einfach mal felsenfest davon aus, ja, dass da hier auf dem Weg des Melters schon so einige Male mit
mitgewandert seid und erst recht im normalen Modus, da habt ihr natürlich auch gesehen gehabt, wie wir da auch den Fährmann schon bezürzt hatten. Bei der Fährmann, der hat sich abgeschworen von seiner ehemaligen Tätigkeit. Der möchte jetzt kein Fährmann mehr sein, weil er einen Gewerkschaftsstreik macht. Er macht einen sogenannten Warnstreik, hat die Arbeit niedergelegt, möchte mehr Geld. Er möchte nicht nur ein Goldstück für jede Überfahrt, sondern mehr. Das ist halt das Problem in der Gesellschaft. Ja, er hat immer gehört, von Jahr zu Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3%. Und er hat sich gesagt, hey, Moment, ich bekomme immer nur ein Goldstück pro Überfahrt von den Seelen. Und das schon seit Jahrtausenden von Jahren. Das kann doch nicht sein. Ich möchte endlich auch mal einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Und ja, das ist halt das Kannst Problem. Du das Boot rudern? Weniger als ein Goldstück geht ja nicht. Oder mehr als ein Goldstück geht da auch nicht. Weil 3% von einem Goldstück, also ein 3% Goldstücke, sowas gibt es nicht, leider. Ja, und dementsprechend hat er halt einen Streik gemacht und jetzt gibt es hier gibt's was aufs Maul dafür. Weil wir müssen ja jetzt hier dementsprechend den kündigen und ja, Freunde, da sind wir mal gespannt. Nein! Hier schon wieder eingefroren, ey, Elendigen. Ihr Frosträuberinnen. Ich dreh dir und den Arsch! Hier, du kleines Fackvieh, du. Ah. Die Seelen sind hier alle ein bisschen aufgebracht, muss man sagen. Okay, wäre ich natürlich auch. Guck mal, du bist schon tot. Und dann musst du halt hier elendig lange warten, bis du endlich hier deinen Zielort hast, dass du endlich in der Hölle gefoltert werden kannst. Das wäre ja natürlich eine richtige Sauerei, ja. Da wurde ich dann mich auch schon ein bisschen angepisst. Irgendwo auflehnen und sagen, hier kann ich mal langsam der Charon Finger ziehen, Elendiger. Da würde ich mich auch beschweren. Da ist man ja mehr oder weniger umsonst gestorben, ja, wenn du noch nicht mal in die Hölle kommst. Hier hat man es doch mal so schön gesehen gehabt, ja, also, ja. Sobald man irgendwo Durchschlagschaden erleidet, ist man echtes Todes. Boah, habt ihr gesehen, wie da die Eiszapfen so fliegen? Das ist ja mal Hammer. Eieieiei, da muss ich doch gerade mal gucken. Durchschlagschaden, genau hier, minus 26%. Kein Wunder, dass wir da so anfällig sind. Das heißt, wir bekommen nicht nur einfachen Schaden von 100%, sondern wir bekommen 126% Durchschlagschaden ab. Oh mein Gott! 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 Wir haben eine Rüstung gefunden! Wir haben eine Rüstung gefunden! Warte mal, jetzt muss ich mal in Sicherheit gehen. So. In Sicherheit. Ernsthaft, willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich echt verarschen? Jetzt will er mich verarschen hier. Okay. 24% Durchschlagswiderstand. Erstmal 384 Rüstung. Yeah! 28% Elementarwiderstand. 27 Giftwiderstand. 99 Lebensentzugswiderstand. Plus 16% Energieregeneration. So, dann haben wir 40 Angriffsqualität. Plus 23% Gesamtgeschwindigkeit. Also dann haben wir das Cap erreicht. Minus 13% aller Anforderungen und 60% Schaden gegen Untote. Plus 60% Schaden gegen Untote. Okay, ich wette, wir werden dann mit unserer DPS runtergehen, aber das ist mir jetzt erstmal sowas von dermaßen Wumpe ist mir das. Deswegen gehen wir jetzt einfach... Ach, okay, warum mache ich denn ein Portal? Wir gehen jetzt mal nach Rhodos und hoffen mal, dass wir dementsprechend irgendwo zwei Ringe finden oder einen Ring finden, der uns mal ein bisschen unter die Arme greifen könnte, wenn es um Stärke geht. So, Hallöchen. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. Geschicklichkeit.
Geschicklichkeit. Ey, willst du mich jetzt rollen? Nee, wir verkaufen heute ja nichts, was Stärke bringt. Ja, ich möchte aber jetzt auch kein Amulett haben. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit, Stärke. Okay, dann nehmen wir hier mal das Ding. So, dann haben wir jetzt diesen Ring hier. Legen den mal hier so. So. Also unsere DPS, die verringert sich nur um 3 Punkte, sage ich jetzt mal, ja. Hier, warte mal, schauen wir mal. Warte mal, ich kann ja mal das Ding hier anlegen und dann nochmal das hier. Uiuiuiuiuiui. Weil, ihr habt jetzt meinen Trick gesehen, oder? Für die, die da nicht ganz hinterhergekommen sind, wir haben es jetzt so gemacht. Also, wenn wir jetzt nur das Ding hätten, wir können es nicht anlegen, weil uns fehlen hier Stärke 395, ja. 395 Stärke haben wir, wir brauchen für das Ding 409. Ich habe folgendes gemacht, ich habe hier den Ring angelegt, wir haben 423 Stärke jetzt. Durch die Rüstung, wenn wir die anlegen, benötigen wir jetzt für diese Rüstung nur noch 350 Stärke, weil wir 23% von 454 reduzieren. Reduktion, die Rüstung bringt uns allein minus 13% Verringerung aller Anforderungen, also dementsprechend auch Stärkeanforderungen. So, jetzt brauchen wir nämlich nur noch 350 Stärke, um das Ding anzulegen und dementsprechend können wir jetzt einfach hier den Ring austauschen. Passt immer noch, super Sache. Und jetzt haben wir hier 829 DPS. Dementsprechend, ja. Okay, dann passt das. Dann haben wir jetzt endlich mal diese verfluchte Schärpe abgelegt. Und jetzt brauchen wir bloß noch ein paar vernünftige Boots und ein paar vernünftige Dingenskirchen. Und Laufgeschwindigkeit sehen wir jetzt auch. 166% ist jetzt das Cap erreicht. Also jetzt können wir uns auch bessere Schuhe und sowas zulegen, also noch schneller geht leider nicht. Und, oh hier. Jetzt haben wir hier unter anderem auch noch Pan seine Mütze auf. Könnten wir jetzt anlegen. Was haben wir hier noch? Flammenring. So. Ja, und das andere Zeug, das kennen wir ja auch schon. So, aber ich kann ja auch mal die Gunst der Stunde nutzen, um hier unseren Speer abzulegen. Und hier haben wir Osiris Krummstab, aber den haben wir ja auch schon mal die Rolle gefunden gehabt. Jene, die unsere Künste meistern können, müssen furchtlos sein. Ja, und deswegen bin ich auch so furchtlos und verkaufe jetzt einfach mal diese Gorgonenschärpe. Vielen, vielen Dank dafür, Freunde. Also, liebes Spiel, ich danke dir auf Knien dafür, dass du uns das gegeben hast hier endlich mal. Meine Güte, hat ja auch lange genug gedauert, muss ich mal auch neidlos nochmal so sagen, ja, oder einfach mal so reinknallen, ja. Jetzt können wir sogar mal ein paar Pfeile abstecken, wa? Ja, hier ist es ziemlich düster gehalten, also hier ist, ich muss mal sagen, hier ist so eine Art Nebelkrieg. Also so eine Art Kriegsnebel auf dem Feld. Also das ist hier wirklich ein bisschen düstrig, ein bisschen dämmerig. Haben sie echt gut hingekriegt. Ja, okay, man sollte dann trotzdem nicht den Magneten spielen, den Pfeilmagneten. Also man sollte dennoch versuchen, immer in Bewegung irgendwo zu bleiben und halt nicht sinnlos Pfeile zu fressen. Aber es ist halt schon geil, ja. Also jetzt 166%, schneller geht nicht. So, jetzt müssen wir dann halt lediglich nur noch eine Geschwindigkeit erhöhen oder zwei Geschwindigkeitsarten erhöhen. Geschossgeschwindigkeit und natürlich die Angriffsgeschwindigkeit. Wenn wir da noch die Caps erreichen, dann bin ich sehr zufrieden. Wären wir natürlich nicht, so ohne weiteres. Alter. Ja, das ist halt, da war wieder diese Aktion, ja, du greifst an, auf einmal tust du halt einen Baum anvisieren oder kannst dich dann auf einmal nicht mehr bewegen. Und das ist halt echt richtig ärgerlich, weil du hast keine Ahnung, wieso der dann auf einmal nicht rennt. Und dann merkst du bloß, wie immer mehr Leute auf dich einschießen, mit ihren scheiß Pfeilen Durchschlagsschaden verursachen. Und dementsprechend,
dein Leben annagen. Ja, also Durchschlagschaden ist ja wirklich diese diese Schadensart schlechthin, wo du am meisten Damage auch abkommst. Weil das halt dann gleich vom Leben zerrt. So. Natürlich hätte, wäre es auch sehr geil gekommen, so plus 33% auf Angriffsgeschwindigkeit. Hätte ich auch noch ziemlich mitgenommen. Ziemlich gerne. Sehr gern. Sehr gern hätte ich das mitgenommen, aber ist ja auch Wurst. Man kann ja nicht alles haben. Und es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wir müssen ja noch zu Charon, dass der endlich seine Arbeit wieder aufnimmt, der alte Penner. Oh, da haben wir auch wieder so einen kleinen Typen. Der arbeitseifrig ist hier. Hihi. Haha. So. Ja, so viel zum Thema heilen, ne? Penner. Ich heile euch! Schart euch um mich, Gefolge! Und dann kriegen sie einen Pfeil ab und dann sitzen sie einfach mal down, die Penner. Yeah, baby, yeah! Okay, ich glaube, das war hier dieser Geheimweg. War das der Geheimweg? Nee, oder doch? Nee. Kein Geheimweg? Nee, achso, das war der nicht. Da gab es noch einen separaten. Ja, da konnte man nämlich irgendwo so einen Pfad langlaufen. Den man erstmal auf den ersten Blick nie so gesehen hat, aber dann das doch festgestellt hatte. Und das war nämlich dann auch unter anderem auch noch eine Quest, so eine kleine. Dort halt eine Kreatur zu töten, und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Außerdem sind das alles Erfahrungspunkte, die wir mitnehmen wollen. Das sind alles XP, ja. Was will man in einem Rollenspiel? Man möchte XP, man möchte Loot, XP und Ausrüstungsgegenstände. Und natürlich auch episches Spektralmaterial. Um dann voller Groll festzustellen, dass das Artefakt, was man dann seit Monaten nachjagt, doch ziemlich billig ist. Und oll. Ui, ich dachte, das Vieh ist hier stärker. Ja, erstmal Respekt zollen, und danach kann man immer noch sagen, oh, das war ja total easy. Oh ja, diese Ameise kommt. Mehr davon. Ich zerknack euch wie Kakerlaken. Yeah, baby, komm her. Oh, 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 oh. Okay. Hier machen wir erstmal wieder den typischen Meltas. Erstmal die ganzen Ecken ablaufen. Ist halt immer die beste Variante. Immer erst Ecken ablaufen und danach halt dementsprechend Feinschliff. Ecken ablaufen, dann weiß man halt, was man hat. Wir sind schon Badass Motherfucker, muss ich echt mal so sagen. Ja, das ist schon eine ziemlich geile Aktion hier gerade mit dieser. Außerdem sieht der Skin ja auch ja sehr nice aus. Passend für einen Bogenschützen. Okay. Aber das ist so richtig typisch, ja. Da habe ich echt mal wieder. Ich glaube, ich werde dafür dann auch geflamed. Da hatte ich echt mal wieder mehr Glück als Verstand mit solchen Sachen. Aber ich habe ja auch diverses Zeug gefunden, was ich überhaupt gar nicht benötige. In den Arsch schießen wir dann den Kreaturen der Nacht. So weit durften wir jetzt eigentlich nicht mehr sein. Nee, dann hätten wir es gleich. Hier haben wir nämlich dann auch gleich den nächsten Badass Motherfucker. Die Straße zum Hades, ja, okay. Denn da ist jetzt auch der kleine Charon ein wenig angepisst.
weil die jetzt sicher sogar schon eine Brücke über den Hades bauen wollen, ja, deswegen gammelt er wahrscheinlich auch da oben ab und streikt von wegen, ja, ich werd dann arbeitslos, was mache ich ohne Arbeit bloß, ich hab doch bloß mein altes Floß. Was soll ich denn dann machen? Umschulung über die Agentur für Arbeit? Nee, das tue ich mir nicht normal an. Ich bin doch schon tot. Und nochmal auf eine Umschulung zu warten. Nee. Ich bin zwar tot, aber nicht blöd. Ja. Genauso oder sowas ähnliches wird Charon dann sagen. Und deswegen streikt er hier. Und wir werden dann gleich mit den Schlichter spielen und dann ihm sagen, ey, Charon, mal ganz ruhig, Freund Blase, ja. Wir müssen das ausdiskutieren, denn die Seelen, die müssen jetzt auch erstmal hier wieder rüber, ja. Solange wie die Brücke noch nicht fertiggestellt ist, musst du das noch machen. So. Also das ist... Eine Sache muss man erstmal so feststellen, ja, durch diese ganzen Reduzierung von irgendwelchen Resistenzen oder beziehungsweise Aufrechnung unserer Resistenzen, Aufwertung unserer Resistenzen ist das natürlich dann dementsprechend auch noch toll. Und durch unsere hohe Geschwindigkeit ist es natürlich dann auch nochmal eine Zacke geiler. Ja, bloß um nochmal den Brustpanzer nochmal so richtig schön hochzuhypen, den wir gerade gefunden haben. Lieben... Also herzlichen Dank, liebe Fortuna, Göttin des Loots und des immer vollen Geldbeutels. Ja, also Respekt nochmal an dich. Wir zollen dir unseren Dank. Mögest auch du einen vollen Geldbeutel haben. So, okay. Jetzt gehen wir hier mal die Ecken lang. Oh, solange wie es nur diese Kreaturen sind, echt zu geil. Zu geil, ja, also. Sind auf alle Fälle besser als diese komischen Scheißseelen, welche dann wieder mit Bögen auf uns schießen. Also, weil die hier sind ja so extrem langsam. Die checken auch nicht mal, wenn wir die killen. Ja, so sieht's aus. Oh mein Gott. Warte mal, hier. Gondor! Boromir! Ja, genau. So viel zum Thema Hörnchen. Da blasen wir doch mal ins Hörnchen und dann geht es hier. Du hast mich befreit, sobald du mir das Ruder gebracht hast. Genau, das ist halt der Anführer der Seelen. Das ist halt so ein Badass Motherfucker, welcher gesagt hat, ey Freunde, ich bin euer Anführer. Ich bin euer Führer, ich führe euch hier bis zu Hades seiner Pforte. Und danach muss jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Ja, weil die wussten nicht, ja, Charon ist nicht da, was machen wir jetzt? Und das ist halt der einzige mit dem Plan gewesen und der wurde aber dann hier von diesen Kreaturen entführt. Und jetzt hat er gesagt, okay, wenn Charon halt blöde ist, dann mache ich halt Charons Job. Das Problem ist bloß, der das Ruder in die Hand nimmt und in den Styx einführt, also zum Schlagen oder zum Wasser wegdrücken oder zum Paddeln oder wie man es auch nennen möchte, der wird der nächste Fährmann. Und der ist dann so lange dazu dann verdammt oder befugt, das dann zu machen, bis er dann halt dementsprechend stirbt. Das ist natürlich blöder als Unsterblicher, dass man nicht stirbt. Ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Man sollte sich dann die Jobwahl nochmal vielleicht zweimal überlegen. Okay. Ich ziehe jetzt hier nochmal kurz aus meinem Energy ein bisschen was. Energie und so. Na verdammt, ich hatte leider hier mein Jagdruf bereits schon aktiviert gehabt. Wäre natürlich cool gekommen, hätten wir den jetzt dementsprechend schon noch weiter abgegradet. Aber wir haben ja hier auch schon
den Durchschlagsschaden auch schon zum Teil erhöht gehabt. Ja, da haben wir ja jetzt bei diesem Durchschlagsschaden haben wir ja jetzt plus 166%. Plus 166% Blutungsschaden unter anderem auch. Also das heißt dann nochmal zusätzlich das anderthalbfache an Schaden wird nochmal draufgerechnet, was wir jetzt eh schon so machen. Also ziemlich geile Aktion. Außerdem machen wir ja hiermit dann noch Angriffsgeschwindigkeit. 24% mehr Angriffsgeschwindigkeit hätten wir ja. Was haben wir denn überhaupt? Ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen Zeit zu schinden, bis es dann aufgeladen ist. Momentan haben wir eine Angriffsgeschwindigkeit von 123%. Ist ja auch schon eine ziemliche Hausnummer. Muss man ja auch mal so sagen. Weil, schon geil. Was haben wir hier? Lebenskraftwiderstand. Reduziert den Schaden durch Lebenskraftangriffe. Aha. Blutungswiderstand. Okay, da sind wir leider noch nicht so gut mit dabei. Aber nun gut. Das kriegen wir auch noch hin. So, unser Hörnchen ist gleich vollständig bereit. So, es ist anscheinend bereit und dann können wir ja losschreiten. Ich versuche nämlich den so schnell wie möglich abzufangen, denn hier diese ganzen Löcher, da kommt dann halt Wasser raus und da sollte man aufpassen. So. Okay, Fluss, erhebe dich. Ja, dann kommt hier auch mal gern die perfekte Welle. So, und der hat halt Metamorphosen. Der, also mit anderen Worten, er ist Gestaltenwandler. Er hat zwei Arten von Erscheinungsbildern. Einmal hier dieses, wo er da als dieser Gargoyle durch die Gegend fliegt und einmal halt das andere. So. Dieser komische Mönch da. Aber wenn man halt natürlich weiß, worauf man sie einzustellen hat. Easy Sache. So, und die Wellen sind jetzt auch nicht gerade so schnell. Man kann den locker ausweichen, deswegen würde ich immer empfehlen, hier in irgendeiner Ecke sich zu stellen. Dann hat man halt hier immer eine Ecke frei. Also einfach nur immer gezielt arbeiten. Jo, dann geht das auch wieder. Easy. Ja, okay, diese Artillerieschläge sind halt schon ein bisschen nervend. Muss man auch so sagen, aber okay. Und sobald man hier beim X-Maxer 3 auf so einem Ding steht, ist man so gut wie tot. Ja, also das macht verdammt viel Damage, ja. So, den ersten hätten wir, 10.336 Erfahrungspunkte bekommen und eine Pinata. Das ist halt das Interessante, was diesen Gegner ausmacht, dass man halt nicht nur Charons Ruder als Questgegenstand bekommt, sondern dass man hier auch diese Pinatas bekommt, wie man sie auch von den... Ey, 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 GS Hand, GS Hand, geil, ja, Freunde, so läuft das. Ja, dass man halt hier auch diese Pinatas hat und dementsprechend auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, irgendwas Geiles zu bekommen. So wie wir gerade. Ja, also sehr geil, muss ich echt mal sagen. Krass. 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 Yeah, baby. Na, okay. Dafür brauchen wir aber auch dann dementsprechend noch was Besonderes. Ja, hier Blattlied und Jade-Idol müssen wir da haben, damit wir da dann das Ding bauen können. Und aber zumindest haben wir hier schon mal die Formel. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo, irgendwie, irgendwas, irgendwann zusammenbekommen. Ja, das sind ja auch immer noch so eine Sachen, die im Raum stehen. Okay, den hätten wir. Wisse dies, die wunderschönen Haine.
Die wunderschönen Heile, Heine. Ja, das ist schon krass. Gut. Jetzt gehen wir hier erstmal noch das Ruder ab. Schlag das Ruder. Mit dem Ruder in meinem... Die Fähre ist jetzt frei. Die Fähre ist jetzt frei. Und jetzt gucken wir auch gleich nochmal Nebenaufgaben. Denn da haben wir noch das Monster aus dem Styx. Und das Monster aus dem Styx, das ist auch so eine Sache, ja. Also das ist nämlich auch so ein Feuerspucker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So ein komischer Kopffüßler da, so ein, wie soll ich sagen, Dinosaurier für Arme. Oder ein hässlicher Dinosaurier, einfach nur gesagt. Okay. Das hätten wir. Jetzt wandern wir hier erstmal wieder die Ecken ab. Und das ist ja hier auch wieder easy. Durch diese Monster, die wir hier zu bezwingen haben. Einfach einmal angeschossen, ja. Solange wie man... Das ist halt der Vorteil, wenn man halt verschiedene Schadensarten hat. Dass man halt durch diese verschiedenen Schadensarten, dass man halt sich dahingehend nicht selbst ins Bein schießt. Bei den Untoten hat man natürlich das Problem, dass die Untoten nicht vergiftet werden können. Die können nicht bluten, die können nicht vergiftet werden. Da wäre man ganz schön gefickt als Schurke, ja, weil daraus zieht man ja seine ganze Kraft, seinen ganzen Schaden, dass man irgendwo gezielt an den Gegner ranrennt, dem halt dementsprechend irgendwo, keine Ahnung, Blutung zufügt, dann wieder wegrennt, wartet, bis der halt dementsprechend verreckt, verblutet oder halt vergiftet dahin gerafft wird. Und wenn die Gegner halt nicht vergiftet werden können, dann fallen diese Bäume, indem man halt Punkte investiert hat, gänzlich weg. Aber hier ist es natürlich dann auch ziemlich praktisch, dass diese wieder vergiftet werden können. Und dann können wir aus unseren ganzen geskillten Bonnies wirklich Früchte ziehen. Also, dass wir sie verlangsamen, dass sie halt verwirrt sind, dass sie halt, wenn sie selbst an uns dran sind, eine 50%ige Wahrscheinlichkeit haben, uns nicht zu treffen. Ja, also das ist schon eine richtig geile Kiste. Und da bin ich eigentlich mal froh, wenn wir hier wieder gegen normale Viecher kämpfen, auch wenn sie hier so einen komischen Arschschutz haben. So, ja, das ist schon geil. Okay, Kram. Ja, sind ja auch normale. Sind ja auch nur normale Kreaturen. Ja, okay, erstmal alle aufdecken. Sümpfe des Styx. So. Ein epischer Stachelpanzer. Hätte ich aber nicht erwartet, dass wir jetzt hier auch noch in unmittelbarer Nähe diese Hand der Gäh bekommen. Aber das war wahrscheinlich hier nochmal so richtig schön von Fortuna so gedacht. Ha, jetzt könntest du dir rein theoretisch dieses Artefakt dann zusammenbauen, diesen Knoten der Isis, wo du dann nochmal so 150% Dingsbums bekommst. Gesundheitsregeneration, dass ich so bevorzugt habe, dieses Artefakt, ja, durch diese extrem hohe Gesundheitsregeneration, weil da bleibst du einfach mal 10 Sekunden stehen, hast wieder volles Leben, geile Sache. Ja, also... Deswegen habe ich das halt so bevorzugt. Mit dieser Paste, die man sich auf die Knie schmieren kann. Diese Waldläufer-Salbe. Ist halt eine schöne geile Sache. Erst recht, wenn du dann irgendwo mal einen kritischen Treffer abbekommst und dann diese Heilkaskade losgeht. Dass ein passiver Effekt ist. Da steht ja drinne: Bei geringer Gesundheit kriegst du volles Leben wieder. Geil. Und alle deine befreundeten Einheiten, das ist halt, wenn man im Multiplayer zocken würde, würden dann auch davon profitieren. Also wenn dann halt deine Freunde, wenn du halt Nahkämpfer bist und deine Freunde in unmittelbarer Nähe stehen, dass die dann auch ein volles Leben bekommen durch diesen Effekt, dass du wenig Leben hast beispielsweise, ja. Also ist so eine krasse Solidarsache, ja. Und so ein bisschen Solidarität sollte man ja auch mal bei Multiplayern
in Erwägung ziehen. Okay, hier haben wir erstmal noch weiterhin Kram. Oh, da haben wir noch einer. Stirb, du Krabbe! Stirb, du Krabbe! So. Wir haben dich bezwungen. Okay. So. Ich muss gucken. Gaunereimeisterschaft haben wir immer noch nicht auf Maximumstufe. So, das sollten wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen. In der nächsten Zeit. Aber erstmal natürlich easy doing. Wenn wir jetzt hier bei Jagd erstmal unseren Jagdruf skillen. Wenn wir den natürlich dann vollständig haben, dann sind wir Jagdmeister. Okay, dann fehlt uns nur noch unser Köder, den wir vielleicht noch auf Maximum bringen könnten. Aber dafür setzen wir den wahrscheinlich auch zu selten ein. Ja! Und gerade drüber geredet. So, dann wäre unsere Angriffsgeschwindigkeit schon bei 31%. Als nächstes geht es dann in den 33er% Bereich. Jo, und Schaden durch Blutung erhöhen wir dadurch auch noch ein wenig. Und die Dauer geht auf 50 Sekunden hoch.